Sag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des MGT Podcasts beziehungsweise gleichzeitig zur nächsten Episode der WM-Gruppenanalyse heute mit Gruppe B, bestehend aus dem Iran, Marokko, Portugal und einem der Top-Favoriten für das Turnier der La Roja, nämlich Spanien. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Schreibt mir wie jedes Mal beziehungsweise wie letztes Mal auch eure Meinung in die Kommentare. Wer wird wie weit kommen? Wie wird die Gruppe am Ende aussehen? Und was rechnet ihr oder warum rechnet ihr mit den jeweiligen Chancen für das jeweilige Team? Ich bin sehr gespannt, was da dieses Mal zusammenkommen wird, und wir fangen direkt ohne weitere Umschweife an mit der Analyse des ersten Teams. Doch einen kleinen Umschweif gibt es. Checkt die Videobeschreibung. Twitter, Instagram, Facebook, IG Vault und natürlich OneFootball. Wenn ihr die neuesten Live-Scores für die WM haben wollt, solltet ihr das auf jeden Fall angucken. Aber grundsätzlich vor allem Twitter, wenn ihr mit mir während der WM bei jedem einzelnen Spiel diskutieren wollt, wie es denn so gelaufen ist, wie es denn so läuft, dann könnt ihr da gerne vorbeischauen. So, wir legen los und wir fangen wieder mit dem Marktwerten an, beziehungsweise nach den Marktwerten sortiert. Dann wäre dementsprechend der Iran Platz 4, Marokko Platz 3, Portugal Platz 2 und Spanien Platz 1. Und ich nehme schon mal eins vorweg. Ich denke mal, so wird die Gruppe auch ausgehen, beziehungsweise so ist am wahrscheinlichsten, dass die Gruppe ausgehen wird. Ich möchte dazu später noch ein bisschen was sagen, aber grundsätzlich sollte das normalerweise so ausgehen. Wir kommen erstmal zum iranischen Kader, beziehungsweise zur iranischen Nationalmannschaft. Und da muss man sagen, die haben relativ viele Legionäre, ja, 14 Stück. Aber das liegt ganz einfach daran, dass die iranische Liga nicht so gut ist. Und daran auch, dass trotzdem kein einziger Spieler bei einem wirklichen Top-Team spielt. Natürlich, oder in der Top-Liga, also nicht mal in der Top-Liga. Der stärkste Spieler vom Marktwert her ist Sadar Azmoun, den könnte man kennen, von FIFA beispielsweise oder allgemein auch von der iranischen Nationalmannschaft, wenn man die ein bisschen verfolgt hat. Der spielt bei Rubin Kazan. Und der andere, der vor allem diese Saison auf sich aufmerksam gemacht hat, ist Alireza Jahanbakhsh. Der spielt bei Jahanbakhsh, ich habe keine Ahnung, wie ausgesprochen wird. Der spielt bei Alkmaar in der Eredivisie. Ansonsten keine wirklich großen Namen, keine wirklich großen Marktwerte. Die beiden sind deutlich die höchsten mit 8 Millionen und 9 Millionen, machen damit auch einen relativ großen Teil des Marktwerts aus, und zwar über ein Drittel, deutlich über ein Drittel. Es gibt dann noch Karim Ansarifard, der hat einen 4 Millionen Marktwert, und danach wird es schon Mauer mit 2,5 Millionen Marktwert bei Milad Mohammadi, der spielt bei Ahmad Grozny in der Premier Liga. Sieht ähnlich aus wie das Wappen von Al-Hilal, der noch die erste Saison spielt, aber anscheinend in Russland. So, Iran, ja, guter Trainer mit Carlos Queiroz, den darf man nicht unterschätzen. Die Statistik 2018 ist auch alles andere als schlecht. Gegen die Türkei zwar verloren, aber gegen Usbekistan gewonnen, gegen Algerien gewonnen, gegen Tunesien knapp verloren, gegen Sierra Leone gewonnen, aber nichtsdestotrotz sind das 3 Siege und 2 Niederlagen. Ja? Und das war vor allem ein Sieg gegen Algerien. Algerien sollte man als Nationalmannschaft eigentlich nie unterschätzen. Ich bin ein bisschen überrascht, habe ich auch in den letzten Episoden schon gesehen, dass die so schlechte Ergebnisse eingefahren haben, auch wenn die eigentlich einen ziemlich starken Kader haben, beziehungsweise gute Spieler, wenn man sich die Individualisten mal so anguckt, vor allem halt die Offensive, aber anscheinend läuft es bei Algerien nicht ganz so gut, von daher, naja, was willst du machen? Sind ja auch bei der WM sowieso nicht dabei. Wir kommen mal kurz dazu, wie denn der Iran wahrscheinlich spielen wird, beziehungsweise auf wen man da achten sollte. Das sind natürlich Jahanbakhsh und Azmoun und vielleicht noch Ashkan Dejaga, ja, den kennt man natürlich aus der Bundesliga, spielt mittlerweile bei Nottingham Forest. Es ist theoretisch möglich, dass sie für eine Überraschung sorgen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich denke mal, dass sie das erste Spiel verlieren werden gegen Marokko, und damit ist dann das Ganze schon mal so gut wie vorbei. Weil gegen Portugal und auch gegen Spanien werden sie ganz unwahrscheinlich eine Chance haben. Selbst wenn sie den absoluten Spirit raushauen, selbst wenn sie absolut alles geben werden und sich nicht unterkriegen lassen und kämpfen bis zum Schluss. Die Qualität der anderen Mannschaften ist halt einfach zu groß, und vor allem sogar bei Marokko. Was heißt sogar bei Marokko? Marokko hat echt keine schlechte Mannschaft, wenn man sich die Spieler mal anguckt. Und von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Iran großartig überzeugen wird. Natürlich ist es schön, die bei einer WM zu sehen. Das wird gerade für das Land eine sehr große Bedeutung haben und die Fans werden durchdrehen. Aber ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass die großartig was reißen. Dementsprechend, Iran, genauso wie der Marktwert, ist suggeriert als letzter in der Gruppe. Aber wir kommen direkt zum dritten der Gruppe. Zumindest, wenn man nach der Logik geht. Und das wäre Marokko. Marokko hat dieses Jahr allerdings bisher sehr, sehr stark gespielt, muss man sagen. Also, die haben bisher keine schlechten Ergebnisse eingefahren. Gegen die Slowakei gewonnen, das ist nicht so schlecht. Gegen die Ukraine unentschieden gespielt, das ist auch nicht so schlecht. Gegen Usbekistan gewonnen, das ist gut. Und gegen Serbien gewonnen, das ist noch besser. Also, das ist definitiv respektabel. Und die haben, wie ich gerade angesprochen habe, ja auch einen ziemlich vernünftigen Kader.
wenn man sich gerade mal die Top-Spieler anguckt, ne, das sind Spieler, die man kennt. Amin Harit beispielsweise von Schalke, Hakim Ziyech von Ajax, dazu Mehdi Benatia von Juventus Turin, vielleicht noch Hakimi von Real Madrid, auch wenn der Marktwert nicht so hoch ist. Das sind alles vernünftige Spieler. Andere kann man beispielsweise kennen, vielleicht von FIFA oder aus der russischen Liga allgemein. Das ist ein Bakbou Soufa, der mittlerweile in Dubai spielt, bei Al Jazeera. Aber trotzdem, also das sind alles definitiv keine Laufkundschaft, ja. Und zumal die halt diese Saison relativ gut gespielt haben bisher, beziehungsweise noch keine Niederlage im Jahr 2018 bekommen haben, wer weiß, ob die nicht vielleicht bei der WM ein bisschen was reißen können und eine der Überraschungen im Turnier sein können. Afrikanische Mannschaften haben dazu immer das Potenzial, gerade nordafrikanische. Algerien hätte einen starken Kader gehabt, sind nicht bei der WM dabei. Tunesien, ich weiß gar nicht, ob die dabei sind, aber haben auch einen starken Kader grundsätzlich. Ägypten beispielsweise könnte für eine Überraschung sorgen in Gruppe A, wenn sie denn mit Mohamed Salah einen haben, der wirklich für den Unterschied sorgt, wenn er nicht verletzt ist. Ja, und dann beispielsweise halt eben noch Marokko, die definitiv in meinen Augen Chancen haben, weiterzukommen. Bono war Stammtorwart in La Liga, ja, war Stammtorwart bei Girona und dementsprechend sollte man schon bedenken, dass der, ja, nicht so schlecht ist. Ja, also wenn ein Ball aufs Tor kommt, vorbei an Saiz und Benatia, dann wird Bono wahrscheinlich da sein. Außenverteidigung ist auch gut besetzt mit Mendil, der spielt bei Lille, ist ein junger Nachwuchsverteidiger, der aber definitiv gut ist. Und Hakimi auf der anderen Seite spielt immerhin bei Real Madrid. Also die Defensive lässt sich sehr gut sehen. Natürlich haben die jetzt nur vier nominelle Verteidiger, aber Saiz, der als Sechser nominell bei den Wolves spielt, kann auch Innenverteidiger spielen und macht das auch in der Nationalmannschaft. Aber auch ein Manuel da Costa, den man eventuell aus FIFA auch kennt oder halt wenn man die türkische Liga verfolgt von Başakşehir hier oder vorher Sivaspor, die sollte man nicht unterschätzen. Also das sind vernünftige Innenverteidiger mit internationalem Niveau. Ja, und gerade gegen den Iran wird das dementsprechend eigentlich eine klare oder eine sichere Nummer und gegen Portugal, dazu komme ich gleich nochmal, wer weiß. Mittelfeld ist gut besetzt, definitiv, mit beispielsweise Sofian Amrabat, ein junger Spieler von Alkmaar, der die Saison ziemlich, von Rotterdam, Entschuldigung, ich bin heute sowas von verwirrt, der relativ gut die Saison gespielt hat, genauso wie Karim El Amadi, den könnte man auch kennen. Dazu beispielsweise Youssef Aïbah Nasser, der spielt immerhin in der französischen Liga bei Caen, ja, Wolverhampton haben wir gerade schon angesprochen mit Saiz und die Offensive ist, also, die muss man beachten. Nabil Dira beispielsweise von Fenerbahce, dann Amin Harit, wie angesprochen, Hakim Ziyech, dann Younes Belhanda, kann man auch kennen, früher bei Montpellier, absolut überragend, bei Nizza auch stark und jetzt mittlerweile bei Galatasaray. Faysal Fajr ist immerhin bei Getafe nicht so schlecht gewesen in der La Liga, die sind auch Achter geworden, das darf man nicht unterschätzen, zumal Getafe jetzt kein großer Verein ist. Und Boussoufa, gut, Boussoufa ist ins Alter gekommen, aber technisch ein sehr, sehr starker Spieler. Und wer weiß, bei einer WM im Nationalteam können solche Spieler immer mal überzeugen. Ich sage nur Oscar bei Brasilien. So, dazu kommen die Außenbahn, Medica Thela Gonzalez, kann man auch kennen von Lüttich. Dazu Nordin Amrabat, mittlerweile spielt er bei Leganés, auch nicht so schlecht. Also, ich denke mal, dass definitiv Marokko überraschen könnte. Sturm ist nicht optimal besetzt, aber immerhin mit Spielern, das darf man nicht unterschätzen. Von Malaga, die sind abgestiegen, aber es ist trotzdem die La Liga, ja. Youssef En-Nesyri, gucken wir mal kurz nach, was der für Leistungsdaten hatte. Also, ich sehe im Sturm, ja, okay, 4 Tore in 25 Spielen. Ich sehe im Sturm kleines Problem, aber kein großes, weil die Außenbahnspieler gut sind und ich denke mal, ich weiß jetzt nicht viel über Ayoub El-Kabi und Khalid Boudaib, aber Aziz Bouadouz fand ich persönlich, auch wenn er mittlerweile natürlich ins Alter gekommen ist und nicht mehr der allerwertvollste vom Marktwert her, ich fand ihn immer ziemlich, ziemlich gut. Die Saison hat er nicht gut gespielt bei St. Pauli, aber grundsätzlich ist das ein bombastischer Stürmer, ja, mit einer Menge Qualität. Und vielleicht kann der ja auch genauso bei Marokko überzeugen während der WM. Ne, durchaus möglich. Also von der Qualität des Kaders her sehe ich definitiv Potenzial. Ja, der Kollege Ekabi hat in Marokko immerhin 11 Tore in 20 Spielen gemacht. Und Boutaib hat in der Super League 12 Tore in 32 Spielen gemacht und 5 Vorlagen bei Malatyaspor. Also unterschätzen sollte man Marokko in der Hinsicht definitiv nicht. Und dazu kommt halt das, was ich immer anspreche bei solchen Teams, der Spirit. Ich finde, dass afrikanische und südamerikanische Mannschaften den größten Spirit haben, was die Teams angeht. Und Marokko hat definitiv das Potenzial, für eine Überraschung zu sorgen. Und zwar wegen Portugal. Zu denen kommen wir jetzt. Nee, wir kommen vorher zu Spanien. Genauso wie letztes Mal. Wir kommen zum potenziellen Gruppensieger, bei dem ich auch eigentlich keine Gefahr sehe. Natürlich könnte es jetzt überraschend werden, dass Spanien wieder verkackt wie letzten Jahre. Oder wie das letzte Jahr.
Das kann ich mir aber im besten Willen eigentlich nicht vorstellen. Denn der spanische Kader hat die Qualität, um Weltmeister zu werden. Die haben einen überragenden Torwart mit De Gea, auch wenn er zuletzt gepatzt hat. Die haben eine bombastische Innenverteidigung mit Ramos und Piqué. Die haben dazu Azpilicueta und Fernandes als Backups. Da würden viele sich nicht beschweren, wenn sie als Stamminnenverteidiger hätten. Jordi Alba und Daniel Carvajal auf Außen, auch wenn Carvajal momentan verletzt ist und man nicht weiß, ob er im ersten Spiel spielen kann. Aber sonst, Odriozola hat auch zuletzt gegen die Schweiz sein erstes Länderspieltor gemacht. Von daher, großes Talent von San Sebastian. Warum nicht? Defensives Mittelfeld bzw. zentrales Mittelfeld, da muss man sich die Namen auf der Zunge zergehen lassen. Iniesta, Thiago, Koke, Saúl, Sergio Busquets, Isco, David Silva, das ist bombastisch. Außenbahn, Vázquez und Asensio, die ja auch nicht zwingend auf Außen spielen, sondern die spielen ja eher so 4-2-2-2 mit halt Zehnern auf den offensiven Mittelfeldpositionen. Da können Asensio und beispielsweise Vázquez auch überzeugen, genauso wie Isco und David Silva. Und vorne drin, Iago Aspas, Diego Costa, Rodrigo. Gerade Rodrigo hat diese Saison extrem gut gespielt bei Valencia, hat eine Menge Potenzial mit seinem Tempo vor allem. Diego Costa ist immer für ein Tor gut und immer extrem stark, auch wenn ich den nicht leiden kann. Und Iago Aspas hat auch wieder eine sehr starke Saison bei Celta Vigo gespielt. Also definitiv eine bombastische Nationalmannschaft mit einer Menge Potenzial auch auf der Bank, bei dem man nicht wirklich weiß, wer wird jetzt von Anfang an spielen, wer wird jetzt der absolute Leistungsträger, aber weil sie so eine hohe Leistungsdichte und so eine hohe Qualitätsdichte auch haben, ist Spanien schon Favorit für mich während der WM. Muss ich ganz klar so sagen. Und dementsprechend denke ich auch, dass sie die Gruppe gewinnen werden. Denn sie spielen im ersten Spiel gegen Portugal. Und das werden sie, glaube ich, gewinnen. Und dementsprechend sieht es dann schon gar nicht so schlecht aus. Die letzten Spiele übrigens 1-1 gegen die Schweiz, 1-1 gegen Deutschland, aber 6-1 gegen Argentinien. Das kann man schon durchaus mal machen. So, und jetzt kommen wir nämlich zu Portugal. So, Portugal hat, wie ich gerade gesagt habe, das erste Spiel gegen Spanien. Das ist denkbar ungünstig, denn Spanien ist Topfavorit und auch wenn Portugal Europameister ist und keinen schlechten Kader hat und gerade Spiele gegen Spanien immer sehr, sehr aufgeheizt sind aufgrund der geografischen Situation zwischen diesen beiden Ländern, hat Portugal deutlich weniger Qualität im Kader. Wenn man sich das mal anguckt, Anthony Lopez und Rui Patricio sind alles, das sind beides Top-Torhüter, ja, der eine jetzt vereinslos, aber der wird wahrscheinlich in die Premier League gehen, Rui Patricio, Anthony Lopez bei Lyon, Beto ist der dritte Keeper, der spielt momentan bei Göztepe in der Türkei, aber vorher hat er auch bei Malaga, ich weiß gar nicht, wo er vorher gespielt hat, Innenverteidiger ist so ein bisschen problematisch, Qualität ist da, aber sie altert. Ja, Bruno Alves, Pepe und Fonte sind jeweils über 34 Jahre alt. Ruben Dias kommt von Lissabon. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass der Startelf spielen wird. Ich denke, das werden schon die Alteingesessenen machen. Und das könnte... Also das sind normalerweise halt Routiniers, ne? Das ist jetzt nicht schlecht, dass die alt sind. Aber ob das wirklich so optimal laufen wird dadurch, das muss man halt abwarten. Zumal halt eben Fonte mittlerweile nur noch chinesische Liga spielt, ja? Und nicht mehr in der Premier League. Das, ja... Naja, Außenverteidigung sieht sehr stark aus, sowohl auf links als auch auf rechts, ja, Rafael Guerreiro und Mario Rui sind beides Top-Außenverteidiger, mit einer Menge offensiver Qualität, Cedric Suarez und Ricardo Pereira auf der rechten Seite ebenso, zentrales Mittelfeld ist auch stark aufgestellt mit Carvalho, Silva, Moutinho und Fernandes, João Mario würde ich auch noch eher als defensiveren Spieler als offensiven dazuzählen, offensives Mittelfeld hast du sonst halt eben João Mario und Bruno Fernandes, die sind beide ziemlich stark und die Offensive, ja gut, Gonzalo Guedes hat eine klasse Saison bei Valencia gespielt, Bernardo Silva hat eine klasse Saison bei City gespielt, Gelson Martins hat eine gute Saison bei Sporting gespielt, Quaresma wird alt, aber ist immer noch top und technisch vor allem überragend, André Silva hat bei Milan nicht überzeugt, nicht zumindest vollends, aber ist kein schlechter Spieler und Cristiano Ronaldo, ich denke mal, zu dem muss man nichts sagen. Ich denke mal, das sollte klar sein. Die Frage wird sein, wie sie spielen, also wer neben Ronaldo auflaufen wird. Ich denke mal, die werden mit Lopez starten. Verteidigung, Pepe und ich könnte mir eigentlich sogar vorstellen, dass Ruben Dias startet. Rechts dann Cedric, links Guerreiro. Die 6 wird, denke ich mal, aus Moutinho und Carvalho schon bestehen. Außenbahn, João Mario, das passt eigentlich ziemlich gut, das lässt sich ziemlich gut an. Und dann halt eben vielleicht Guedes, vielleicht aber auch Bruno Fernandes, das ist so ein bisschen schwierig. Vielleicht halt eben auch Gelson Martins, der, ja, definitiv das Können hat. Und vorne, also ich glaube, Guedes kannst du halt kaum rausnehmen, weil er so stark gespielt hat diese Saison, aber da Ronaldo halt drin ist,
Ronaldo und Silva harmonieren vielleicht besser als Ronaldo und Guedes, ich weiß es nicht. Das muss man abwarten, aber selbst wenn, dann haben sie immer noch eine starke Bank mit Quaresma, der immer für einen Unterschied sorgen kann, mit beispielsweise Mario Rui, der ja auf Außenverteidigerposition was Gutes bringen kann, mit Manuel Fernandes, den man auch nicht unterschätzen darf, mit beispielsweise Adrian Silva, der auch definitiv ein guter zentraler Mittelfeldspieler ist mit einer Menge Routine. Das lässt sich alles schon gut an. Also die können Spanien ärgern, aber wenn sie das erste Spiel verlieren und wenn sie es sogar klar verlieren, dann sehe ich ein großes Problem. Dann sehe ich ein ziemlich großes Problem, weil dann glaube ich, dass das zweite Spiel gegen Marokko vorentscheiden wird. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das verlieren. Ich kann mir vorstellen, dass sie das entweder verlieren oder unentschieden spielen. Und das wäre natürlich ein Schlag ins Gesicht. Das Szenario, was ich, also ich sehe, ist eigentlich so kommen, dass Spanien gegen Portugal unentschieden spielt und dass Portugal gegen Marokko gewinnt. Aber sollten die verlieren und sollten die ein bisschen geknickt sein und sollte Ronaldo vielleicht gegen Marokko nicht so funktionieren, dann sehe ich es so, dass am ersten Spieltag Marokko gegen den Iran gewinnt, dann 3 Punkte hat, Spanien gewinnt gegen Portugal 3 Punkte. Marokko holt einen Punkt gegen Portugal, ja, und Spanien gewinnt gegen den Iran. Das heißt, Spanien ist safe weiter. Und am letzten Spieltag spielen die unentschieden gegen Marokko und damit wäre Portugal raus, auch wenn sie gegen den Iran gewinnen. Also es gibt definitiv Szenarien, gerade wenn Marokko im ersten Spiel einen Push bekommt und Portugal vielleicht so einen kleinen Rückschlag, dass eben Portugal rausfliegt. Ich möchte das nicht, ihr wisst, ich liebe Ronaldo, ich würde die gerne weit kommen sehen, aber grundsätzlich denke ich, dass es passieren kann. Wenn sie gut ins Turnier kommen und wenn sie, ich sag mal, ja, einfach spielerisch gut reinkommen, dann sehe ich auch das Halbfinale für Portugal nicht unrealistisch. Weil sie halt einfach diese K.O.-Qualität haben. Die sind nicht umsonst Europameister geworden. Klar, unglücklich für die anderen Teams. Klar, gegen Kroatien, das war ganz bitter für Kroatien. Frankreich war auch besser im Finale, aber sie sind Europameister geworden. Und das darf man halt eben einfach nicht vergessen. Und das ohne Ronaldo vor allem im Finale. Ja, und deswegen glaube ich schon, dass Portugal für eine Überraschung sorgen kann. Spanien ist sowieso für mich Finalkandidat. Und Marokko, ja, wenn sie was reißen, dann könnte ich mir auch das Viertelfinale schon vorstellen. Aber ich denke mal, wenn sie was reißen in der Gruppe, dann wird es eher das Achtelfinale, weil ich glaube, über die Gruppenphase rauskommen sie nicht. Ich weiß auch nicht, wie das Ganze sich zusammensetzt mit dem Achtelfinale, wie die Spiele da sind. Aber, ja, ich denke, es wird schon so ausgehen. Spanien, Portugal, Marokko und Iran. Aber wenn was passiert, dann könnte Marokko durchaus Zweiter werden. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, das würde mich sehr freuen, dann können wir nämlich schön darüber reden. Ich guck mal ganz kurz nach. Siegergruppe C gegen Zweiter Gruppe D, also genauso wie man es denkt. Das heißt, im schlechtesten Fall trifft Portugal auf, beziehungsweise Marokko trifft auf Uruguay, wenn sie weiterkommen. Portugal trifft wahrscheinlich auf Uruguay. Das heißt, Viertelfinale ist für Portugal drin. Und ja, im Viertelfinale müssten sie dann gegen den Sieger aus Viertelfinale 2 und wer in Gruppe C und in Gruppe D spielt, das sehen wir dann in den nächsten Videos. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao. Ciao.